Wer auf der anderen Seite? Nee, darf keiner hin. Ja, man sieht, hier werden noch einige Schnitte gemacht. Jetzt kommt auch langsam die Polizei und sperrt den zweiten Streifen wohl ab, wie es aussieht. Nein, die sperren gerade nur den Radweg ab, wie man sieht. Also das heißt, Fahrradfahrer, die da jetzt langkommen, müssen erstmal den Bogen um den Polizeiwagen machen, wenn er da stehen bleibt. Das wollen wir mal nicht hoffen. Ja, auch die Polizisten, die hier vorne stehen und der Mann, die tragen keinen Atemschutz, stehen jetzt wieder da in so einer Nebelwolke von der Mauer. Ja, das ist jetzt sehr gut zu sehen, die Staubentwicklung. Ich weiß nicht, ob da Asbest auch drin ist, was die da alles verbaut haben in diesen Elementen. Jedenfalls ist hier niemand, der da näher dran steht mit Sicherheitshelmen oder mit Atemschutzmasken oder ähnlichem ausgestattet. Ja, man hört ab und zu mal einen Protesthupen der Autofahrer, die hier vorbeifahren. Jetzt wird wohl die Leiter nochmal angesetzt, scheint da noch eine Schein. Ja, wir sind hier in Berlin an der East Side Gallery. Ihr erinnert euch, Berlin mal als Kulturstadt erwähnt mit einem Bürgermeister, der sich das auf die Fahne geschrieben hatte. Ihr erinnert euch sicherlich, es gab mal sowas wie ein Tacheles in Berlin. Und jetzt wird hier die East Side Gallery angeknabbert, um den Zugang für die Baumaßnahmen der Luxuswohnungen zu schaffen. Naja, wie gesagt, die Schraube locker. Ja, sagt gerade mein Standnachbar sozusagen, er hätte sich das nicht träumen lassen, dass er mal gezwungen wird, von denen die Mauer zu verteidigen. Sie vergreifen sich an einem Denkmal. Geh hier, Alter! Euer Bier verarbeitet, verboten leben, heute die Polizei! Früher die Stasi, heute die Polizei. Ja. Genau, und wo war das Schlimmste?
Also als Abmord, ja? Moin, moin, für die Sie sich erst später zugeschaltet haben. Wir sind hier beim Trauerspiel. Und zwar wird ein Stück aus der Eastside Gallery gebrochen, um Zugang der Baufirma zu verschaffen für die Luxus-Apartments, die dahinter gebaut werden sollen. Das ist noch ein Originalstück Mauer, sozusagen das letzte, was hier in Berlin noch steht. Ja, und das wird jetzt rausgebrochen. Wir müssen hier ganz weit wegstehen, das sei zu gefährlich, dass wir da näher ran dürfen von der Presse. Man sieht die Autos, die fahren da einfach zweispurig weiter, auch Radfahrer, da spielt keine Rolle. Auch vorne da, die, was man so im Bildrand sieht, die beiden Bauarbeiter, die stehen da auch ziemlich nah dran, ohne Helm, sicherlich Sicherheitsschuhe an, soweit ich das von hier beurteilen kann, aber ansonsten spottet das auch jeder Beschreibung. Jetzt stellt er seine Mauer auf. Ey. Super! Super! Ja, das war jetzt der zweite Versuch, der daneben ging hier, beim Versuch, das Segment aus der Mauer zu heben. Ja, wie gesagt, es spielt gar keine Rolle, ob der Versuch daneben geht oder nicht. Ne? Die Leute, die stehen davor, die Bauarbeiter irgendwie ohne Helme. Arbeitssicherheit scheint es wohl nicht zu geben bei der Firma. Finde ich eigentlich schade. Ja, die Gefahr ist das Erhabene und das Protest.